Benachrichtigungen auf einem Android-Handy. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich habe hier oben auf der obersten Zeile bereits einige Informationen. Hier sind verschiedene Programme, die mich informieren, dass da etwas Neues geschehen ist. Hier habe ich eine Mail erhalten, das hier sagt, ich halte das Handy jetzt gerade Hochformat. Hier habe ich Kontakt mit einem Lautsprecher oder mit einem Radio. Das ist Vibrieren. Das ist mein lokales Netz, also Wireless LAN in der Wohnung. Das ist der Kontakt zur Nattelantenne irgendwo in der Nähe. Und hier hätte ich noch eine zweite SIM-Karte. Diese beiden brauchen SIM-Karten. Ich hätte eine zweite SIM-Karte, brauche ich im Moment nicht. Das Handy wird gerade aufgeladen und noch die Uhrzeit. Jetzt packe ich hier im obersten Teil und ziehe nach unten, dann erscheinen diese Informationen noch ein bisschen ausführlicher. Also hier gibt es Gratis-Angebote von einem App. Hier hat mein Virus-App gesagt, der Scan-Vorgang ist abgeschlossen. Da eine Analyse, mein Speicherplatz ist voll. Hier habe ich eine Mail erhalten von Kellerhans. Hier Fotos bei Google, hier Rega-Rettungsdienst, da habe ich einmal etwas gestartet. Hier das Programm, das ich gerade jetzt verwende, Fotosynchronisierung, da hat mir jemand angerufen von einem Callcenter und so weiter. Und da unten gäbe es 5 Updates von verschiedenen Apps, und zwar im Google Play Store. Das mache ich einmal, ich klicke hier drauf. Und ich sage, ja, ich möchte alle diese Apps aktualisieren, und das macht auch immer Sinn, denn nur wenn die Apps aktualisiert sind, dann sind sie auch auf der sicheren Seite. Also im Moment wird YouTube aktualisiert, OneDrive und nochmals YouTube, und dann noch eine App wird aktualisiert. Das kann im Hintergrund nun weiter aktualisieren. Ich klicke hier wieder auf die Übersicht und ich komme wieder zur Startseite. Diese Informationen, die kann man auch regeln. Ich ziehe mal nach unten und nochmals nach unten, dann erscheint hier das Zahnrad. Ich gehe mal aufs Zahnrad und ich schaue mal, wo diese Benachrichtigungen denn drin stecken. Ich ziehe hier nach unten und noch ein bisschen, ja, jetzt hier die Benachrichtigungszentrale, und das sieht bei jedem Handy ein bisschen anders aus, und ich kann hier dann steuern, wann werde ich benachrichtigt. Ich kann auch hier die Töne einstellen, soll es immer klingeln, wenn ein SMS kommt oder ein WhatsApp oder eine Mail und so weiter. Ich habe das alles abgestellt, denn mich stört es, wenn mein Handy dauernd klingelt und gongelt und macht. Das war's.